Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Ja, wir sehen uns schon wieder und schon wieder dreht es sich um einen elektronischen Tacho. In dem Fall mal wieder der COSO. Aber wir werden heute nicht nochmal alles von neuem durchkauen, sondern uns nur um ein ganz bestimmtes Bauteil dabei kümmern. Beim letzten Mal haben wir uns die Trommelbremse genauer angeschaut und wie man dort den Sensor und die Magnete anständig verbauen kann. Und jetzt ist die Frage natürlich offen, wie ist denn das bei der Scheibenbremse? Das schauen wir uns jetzt mal an. Bei der Scheibenbremse müssen wir uns erstmal eine Stelle suchen. Gedacht ist es eigentlich so, dass die Magnete in den Innensechskant gesteckt werden sollen. Das passt bei unseren kleinen Simson-Maschinen nicht. An der Bremsscheibe etwas zu befestigen, ist jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll. Im Zweifelsfall muss sie irgendwann getauscht werden und die Magnete neu verklebt werden. Auf der anderen Seite der Narbe haben wir eine Stelle gefunden. Hier findet sich bei unserer Narbe ein kleines Loch. Ob eure Narbe das auch hat, müsst ihr schauen. Der Magnet passt gut rein, sitzt aber sehr locker. Ganz umkleben kommen wir hier also nicht herum. Allerdings reicht hier ein kleiner Tropfen auf der Rückseite. Mit den mitgelieferten Halterungen kommen wir hier leider nicht weiter. Man könnte ähnlich wie bei dem Umbau mit Trommelbremse auch wieder auf das Winkelstück vom SR4 Luftfilterkasten zurückgreifen. Alternativ geht auch so eine sogenannte L-Halterung. Sie wird mit Kabelbindern befestigt. Schiebt diese durch die Gummischützer und durch die Halterung. Das zweite Gummi für die Rückseite wird auch auf die Kabelbinder aufgeschoben. Alles zusammen setzen wir dann so auf, dass diese Seite unten ist. Locker fixiert können wir den Halter auf den Magneten ausrichten. Er sollte mittig von dem unteren Loch des Halters stehen. Zum Festziehen nehmen wir uns eine Kombizange dazu. So kann man die drei Kabelbinder ordentlich anziehen und die Enden abschneiden. Aus dem Lieferumfang des L-Halters nehmen wir uns diese kleine Madenschraube und schrauben diese in der unteren Gabelhalterung ein. Der Sensor wird jetzt eingesetzt und so ausgerichtet, dass zwischen Magnet und Sensor maximal 8 mm Platz ist. Fixiert ihn dann sachte mit der Madenschraube. Da wir das wieder abbauen werden, haben wir den Magneten natürlich nicht verklebt. Aber hier sieht man gut, warum man nicht drumherum kommt. Der Magnet springt hervor gegen den Sensor. Die Verkabelung und auch die Einstellung des Tachos ändert sich nicht, mit einer Ausnahme. Statt drei Magnete haben wir nur noch einen. Das macht den Tacho etwas träge. Wen das nicht stört, wird damit seine Freude haben. Vorausgesetzt, es trifft den eigenen Geschmack. Wer hätte es gedacht, so einfach kann es sein? Ja, das kann natürlich von Scheibenbremse zu Scheibenbremse so ein bisschen variieren. Aber auch hier sind wir jetzt nicht unbedingt Freund davon, das Ganze irgendwie anzukleben. Ich persönlich mag das optisch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob es euch nicht stört oder vielleicht auch gar nicht so auffällt, wie ich mir das gerade vorstelle. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Videos wieder und bis dahin macht's gut. Ciao!